To write. Schreiben. Frau Schwarz wrote an email to all her colleagues. Frau Schwarz schrieb eine E-Mail an alle ihre Kollegen. To note down. Notieren. Katharina down the arrival and in notierte die An- und Abfahrtszeiten in ein Notizbuch. To copy. Kopieren. Why don't you just copy the letter? Warum kopierst du nicht einfach den Brief? Office. Das Büro. office chair der bürostuhl desk der schreibtisch photocopier der kopierer photocopy die fotokopie Kalender, Diary, der Kalender, Documents, die Unterlagen, Note, die Notiz, Paper, das Papier. Piece of Paper. Der Zettel Sheet. Das Blatt. Pen. Der Kugelschreiber. Wastepaper Basket. Der Abfallkorb. Employer. Der Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin. The automotive industry is one of the biggest employers. Die Automobilindustrie gehört zu den größten Arbeitgebern. Employment. Die Anstellung. The employment of children under 14 is against the law. Die Anstellung von Kindern unter 14 Jahren ist gegen das Gesetz. Employee Der Angestellte Die Angestellte The employees are worried about their jobs. Die Angestellten machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze. Employed Angestellt It's a small firm, only 20 people are employed there. Es ist eine kleine Firma, nur 20 Personen sind dort angestellt. To employ, to hire. Einstellen. Sie haben einen neuen Produktmanager eingestellt. The Public Relations Department a new secretary. Die Presseabteilung hat eine neue Sekretärin eingestellt. Der Arbeiter. Die Arbeiterin. workers are demanding higher wages. Die Arbeiter verlangen höhere Löhne. Employee Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. He forces his employees to work overtime. Er zwingt seine Mitarbeiter dazu, Überstunden zu machen. Unemployment Die Arbeitslosigkeit. Unemployment is a serious problem. Arbeitslosigkeit ist ein ernstes Problem. Unemployed. Arbeitslos. Jan found a job after being unemployed. Jan hat eine Stelle gefunden, nachdem er arbeitslos war. Application. Die Bewerbung. Please send your application by email. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail. To apply. Sich bewerben. David has applied for five jobs so far. David hat sich schon auf fünf Stellen beworben. Wage. Der Lohn. Wages in Asia are much lower. Die Löhne in Asien sind viel niedriger. Pay. Die Bezahlung. I like my work, although the pay is bad. Ich mag meine Arbeit, obwohl die Bezahlung schlecht ist. Salary. Das Gehalt. I'll be on a salary of 42.000 euros. Ich werde ein Gehalt von 42.000 Euro bekommen. To earn. Verdienen. He was earning more ten years ago than he does today. Vor zehn Jahren verdiente er mehr als heute. To do something for a living. To make a living. seinen lebensunterhalt verdienen What does she do for a living Wie verdient sie ihren lebensunterhalt Christian makes a living as a language teacher Christian verdient seinen lebensunterhalt als sprachlehrer contract der vertrag You can sign the contract straight away Du kannst den Vertrag sofort unterschreiben. Demand. Die Forderung. I am not in the position to make demands. Ich bin nicht in der Position, Forderungen zu stellen. To demand. Fordern. I think I should demand a pay rise. Ich denke, ich sollte eine Gehaltserhöhung fordern trade union Die Gewerkschaft Talks are being held with the trade unions. Gespräche mit den Gewerkschaften finden statt. Strike Der Streik The steelworkers union has called a strike. Die Gewerkschaft der Stahlarbeiter hat einen Streik ausgerufen. To be on strike Streiken. Half the country will be on strike next Monday. Das halbe Land wird nächsten Montag streiken. Rest. Die Pause. We should stop for a moment. I need a rest. Wir sollten einen Moment anhalten. Ich brauche eine Pause. Pension. Retirement. Die Rente. Dad's pension is equivalent to 70% of his final income. Vaters Rente entspricht 70% seines letzten Einkommens. He is planning to go into retirement on his 60th birthday. Er plant, an seinem 60. Geburtstag in Rente zu gehen. Retirement Der Ruhestand. I'm seriously thinking about going into early retirement. Ich denke ernsthaft über einen vorgezogenen Ruhestand nach. To retire. In Ruhestand gehen. Sandra is going to retire at the end of the year. Sandra wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen.